Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind bei der Firma Bus for Fun in Rostock. Wir waren eigentlich schon mal hier und haben auch 56 Minuten richtig geiles Material gesammelt. Das Problem war, vielen von euch ist wahrscheinlich in den letzten Videos aufgefallen, dass es immer so ruckler so am Ende irgendeiner Sequenz gab. Das lag daran, dass da schon die Karte kaputt war. Jetzt haben wir drei Videos das letzte Mal gedreht, als wir in Rostock waren. Zwei bei Mechanics Deluxe und eins hier bei Bus for Fun. Das Problem war, wie gesagt, die Karte. Ich konnte mit dem letzten Material leider nichts anfangen. Ich gucke mal, ob ich ein paar Bilder retten kann, quasi, die ich euch jetzt so zeige, während wir darüber sprechen. Da war der Bus halt nackig. So wie der letzte Stand ist, den ihr in dem letzten Busvideo gesehen habt. Ich verlinke es nochmal unten in der Videobeschreibung. So ist auch der Zustand quasi hier gewesen, weil wir den von Krischi hierher gebracht haben. Jetzt ist schon einiges passiert. Du bist der Inhaber von Bus for Fun. Genau, ich bin der Geschäftsführer. Genau. Bin der Kopf von 12 Leuten. Was macht ihr hier eigentlich so den ganzen Tag, außer meinen Busfelzen? Wir schneiden Dächer auf, setzen Aufstelldach rein, bauen eine Sitzbank ein. Also letztendlich Transporter hin. Camper abholen. Mhm. Und dann machen wir halt eigene wilde Projekte. Das ist eigentlich die eigentliche Leidenschaft, die wir mit den normalen Umbauten finanzieren. Mhm. Sei es der Bus, der komplett aus Filz ist, sei es der eine Bus mit dem Porsche-Leder oder jetzt aktuell unser neues Projekt Race Camper, wo wir halt einfach nur neue Sachen ausprobieren und das Leben, was wir arbeiten. Das ist Bus for Fun. Da steht der Gute. Wie gesagt, er ist schon weiter als das, was ihr logischerweise gesehen habt. Weil ihr habt jetzt hier schon, wie viele Stunden sind jetzt hier schon reingegangen, seitdem er hier steht? Es geht. Also eigentlich von der Arbeit, die man sieht, 3-4 Tage. Mhm. Und die Arbeit, die man nicht sieht, sind nochmal 2 Tage mehr. Oder ja, 2,5 mehr. Ist halt ein bisschen was schiefgegangen. Und erzähle ich gleich, wenn wir nochmal auf die Klappe. Es ist einfach nur brutal, was sich hier getan hat. Ja, es ist quasi unsere tägliche Arbeit auch, dass wir die Fahrzeuge komplett mit unserem B4F Carpet Filz verkleiden. Mhm. Ist unheimlich stretchy, deswegen kommen wir auch ohne Cut ganz sauber um die Radkästen rum. Mhm. So, wir haben jetzt von Krischi, von Mechanics, einen Boden auch bekommen. Ah, der hatte ein paar Macken, hat mir nicht gefallen. Haben wir eben komplett neue Bodenplatte hergerichtet, mit Isolierung unten ausgelegt, dass wir auf die richtige Höhe kommen. Bodenbelag reingesetzt. Ich hoffe, gefällt dir. Ist ja auch immer eine Geschmackssache. Mega gut. Gefällt mir richtig gut, ja. Na, jetzt sieht man da fehlt die Verkleidung noch. Die kommt noch von Mechanics. Da kann ich dir mal zeigen, wie das ungefähr so gefühlsmäßig nachher aussieht. Das ist jetzt zwar grau. Das Problem ist auch, die Verkleidung, die wir haben, die ist auch für mit Klimaanlage. Und da hast du hier ein extra Loch. Mhm. Wir brauchen eine andere Verkleidung, aber die kommt jetzt irgendwie die Tage. Das können wir unabhängig vom Auto auch machen. Okay. Ne? Dann ist das Schienensystem noch relativ offen. Das machen wir, weil wir andauernd noch 1000 Mal rein und raus müssen in dieses Auto. Und letztendlich nachher als Abschluss kommen dann so eine schöne Aluleisten. Ich glaube, in dem Fall sind das ein paar mehr, weil du ja diesen genialen Tisch hast. Und letztendlich wird das nachher so richtig super verkleidet, dass auch kein Dreck mehr groß reinkommt und keine Steinchen mehr reinfallen. Also das wird nachher richtig edel. Hier hinten kommt noch ein vernünftiger Abschluss drauf. Ja. Da setzen wir auf Original VW. Der wird dann Plastik oder auch gefilzt? Nee, auch Plastik, damit wir, ich sag mal, weil man doch mal rein und raus schabt. Und so wie die Trittstufe. Ne? Das ist eine originale Multiband-Trittstufe, die von der Höhe passt. Ja, es muss irgendwo schon harmonisch dann sein miteinander. Ne? Letztlich ist jetzt aber der nächste Part, dass Krischi diese Elektrik hier fertig macht und wir hängen uns da damit drauf. Mhm. Und das Licht wird nachher über die Zweitbatterie, die ja noch nicht da ist, aber kommt, erzähle ich gleich noch was dazu, vorne angeklemmt. Das heißt, wenn man auch mal vergisst, die auszumachen, geht zwar die Zweitbatterie leer, aber nicht die Starterbatterie. Mhm. Man kann immer wieder losfahren. Deswegen klemmen wir alles, was hinten mit Strom zu tun hat oder alles, was von hinten aus bedient werden kann, immer auf die Zweitbatterie. Okay. Finde ich ganz praktisch. Perfekt. Der Fußboden, das ist ein ganz normaler PVC-Boden, der jetzt geklebt wurde. Genau, in Schiffsdeck-Optik. Mhm. Perfekt. Ja, also da haben wir auch einige Fahrzeuge, die schon 2-3 Jahre damit rumfahren und absolut robust, auch im Camping-Einsatz. Also das heißt, auch wenn du mal einen kleinen Stein mit dem Schuh hast, geht nicht kaputt. Mhm. Also passt schon. Perfekt. Manche werden sich vielleicht wundern, warum mein Finger hier so komisch abgekrepelt aus der Tasche guckt. Ich habe mir am Sonntag
wollte ich den Golf von der Messe abholen. Wir haben uns ein Auto geliehen, abnehmbare Anhängerkupplung. Und dann wollte ich ziehen, um zu gucken, ob das Ding fest ist, und habe so gezogen. Dann war das Ding nicht fest, voll auf den Boden geknallt und diese 5 oder 7 Kilo Anhängerkupplung mit drauf. Und dann bin ich erstmal trotzdem nach Essen gefahren zur Messe, hab das Ding abgeholt, dann sind wir nachts um 2 noch in eine Notaufnahme gefahren, um zu röntgen, weil ich konnte gar nichts mehr. Jetzt kann ich wenigstens, ich kann so machen, das war's, mehr geht nicht. Autsch. Weil das, die ganze Kapsel ist voll geblutet. Und der Grund, warum es nicht gebrochen ist, kennst du so, manchmal sieht man so aus China, sage ich jetzt mal, so Rucksäcke, wenn du vom Motorrad fällst, dann geht so ein Airbag auf, der um dich rumspannt. Und so ist die Kapsel vollgeblutet in Sekundenschnelle. Und das ist der Grund, warum der Finger nicht gebrochen ist. Okay. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht bewegen kann, weil da halt so viel Spannung drin ist. Das ist ja mehr Technik als im Auto in so einem Finger. Brutal, oder? Ja, das nur ganz kurz zur Erklärung, warum der hier so hängt. Hier unter dem Dach. Genau. Was ist das? Das ist ein Unfall. Okay. Also, letztendlich normalerweise, du hast ja, man sieht es ja so ein bisschen, eigentlich 2 Dachpappen bei der Transporter-Version, die filzen wir komplett. So, wir wollten jetzt hier mal wieder was Neues, was Besonderes ausprobieren. Wir haben gesagt, wir machen eine abgehängte Decke, die noch schick beleuchtet ist, dass du hier hinten vernünftig arbeiten kannst und da mit indirekten Beleuchtung. Also es wird richtig knuffig. Das waren so fast 2,5 Tage Arbeit und dann haben wir das testweise rangehangen. Und dann ist das abgerauscht und so doll kaputt gegangen, dass Reparieren sich nicht gelohnt hat. Okay. Also 2,5 Tage wirklich für einen Eimer. Oh. Der Kollege, der das gemacht hat, der war den Tränen nahe. Das glaube ich, ja. Und ich habe ihn dann einfach nur damit aufgebaut, habe gesagt, nimm das ganze Ding, schmeiß es draußen in den Container, mach jetzt Feierabend und ab morgen fangen wir ein anderes Projekt an. Also wir machen ja auch gewerbliche Fahrzeuge, also quasi für Vermieter, für Autohändler. Und das ist dann so wie kleine Serienproduktion. Und da sitzt hier der Handgriff. Und dann habe ich gesagt, komm, mach das erstmal 1-2 Wochen. Und seitdem ist das jetzt so. Aber wir gehen wahrscheinlich vor Weihnachten nochmal wieder ran und machen den zweiten Versuch. Und dann wird das nachher auch schick aussehen. Aber es ist total ärgerlich. Aber es gehört dazu, zum Job. Wenn du neue Sachen ausprobierst, dann dürfen die auch kaputt gehen. Dann muss man auch mal umsonst gearbeitet haben. Ich glaube, so nur so entwickelt man sich weiter. Genau, ja, klar. Für die Leute, die, ich muss mich mal ganz kurz hinsetzen, für die Leute, die jetzt das erste Mal quasi auf diesem Kanal sind und dieses Video sehen, was ist eigentlich der Grund für den Bus? Also erstens möchte ich das Ding im Alltag benutzen. Dann wollen wir damit auf Reisen gehen. Zum Beispiel ist die erste Reise mit meiner Freundin nächstes Jahr im August, glaube ich, nach Russland für 14 Tage oder so. So eine Strecke über 3000 Kilometer. Gleichzeitig, bitte? Respekt. Ja. Also, naja, 14 Tage und 6000 Kilometer, viel fahren. Ja. Aber also, früher hatte ich auch nicht immer so Lust, so weite Strecken zu fahren. Aber wenn du einmal auf Achse zum Wörthersee gefahren bist, das geht so schnell, dass man da... Also ich fahre im Jahr 80.000 Kilometer. Ich weiß, wie viel 3.000 Kilometer am Stück sind. Ne? Aber also wir waren ja im Sommer auch immer auf Sardinien. Das waren auch hin und zurück. Nachher ein bisschen Umweg auch 6.000 Kilometer. Und Prospekt. Also ist auf jeden Fall eine schöne Strecke oder eine krasse Strecke, weil du kannst ja nicht, du hast ja den wesentlichen Teil deutscher Autobahn, wo du 130, 140 durchfährst. Warschau ist noch okay, da kannst du glaube ich auch 130 fahren, aber irgendwann wird es alles ein bisschen enger, ein bisschen langsamer und so. Ja. Und aber auf jeden Fall geiler Weg, finde ich total spannend. Ja, dann, wie gesagt, soll das Ding halt im Alltag bewegt werden. Gleichzeitig will ich aber auch aus dem Bus heraus arbeiten, also Videos schneiden, Videos produzieren. Zum Beispiel auch euch mitnehmen mit der Kamera. Wenn wir dann diese Russland-Trips machen, dann ist ja angedacht, da mit mal nach Schweden zu fahren und so weiter. Also das soll halt ein Camper, Zugfahrzeug für den Golf, Arbeitsauto. Daily, alles in einem. Und das versuchen wir hier so auf kleinstem Raum. Es ist ein kurzer Radstand. Wobei, das sind, glaube ich, auch nur 40 Zentimeter. Nein, sind aber schon, macht auch wirklich schon Unterschied. Ja, ja. Wenn du vorne anstatt 50 Zentimeter Bewegungsfreiheit, wenn das Bett ausgeklappt ist, hast du dann auf einmal 90 Zentimeter. Im Zusammenhang mit umgedrehten Sitzen ist das schon wirklich ein krasser Unterschied. Also ich fahre ja die meisten Autos langen Radstand, bis auf jetzt der Race Camper, das ist ein kurzer. Aber ansonsten bin ich eher so ein Fan vom langen Radstand, weil die 40 Zentimeter machen es aus. Ja, man sagt ja eigentlich immer, es kommt nicht auf die Größe an beim Bus schon. Absolut.
Ja, wird auf jeden Fall cool und ich freue mich auch. Damit das Ganze halt so passt und funktioniert, kommen zum Beispiel vorne ja zwei Einzelsitze rein. Die hat Krischi schon besorgt. Die muss ich noch zum Sattler bringen. Der ist aktuell oder sie ist aktuell aber so vollgestopft mit allem möglichen Zeug, dass das wahrscheinlich erst im Februar was wird. Dann habe ich ja noch eine kleine Tochter, die wird hinten Einzelsitz bekommen und dann ist ja gerade auch noch im Gespräch, dass wir so eine Schlafumklappbank, ne? So, ist das dann ein Zweier oder Dreier? Das ist eine Dreier. Mhm. Also meine Idee war jetzt einfach, dass wir eine originale Multivan-Sitzbank nehmen, die man eben einfach umklappen kann und dann hast du eine große Schlafliegefläche. Mhm. Und dann hast du letztendlich einen Fünfsitzer. Wir wissen nicht, ob du den Einzelsitz brauchst oder sowas. Letztendlich ist das Fahrzeug, glaube ich, ja sogar auf 9 Sitzen zugelassen. Mhm. Und dann geht das auch mit den zwei vorderen Sitzen, mit dem Einzelsitz und der Dreiersitzbank, also könntest du komplette Bestuhlung fahren. Mega. Ja. Also es gibt natürlich bei der Elektrikgeschichte auch immer Qualitätsunterschiede. Ne? Standard, gutes Mittelfeld ist zum Beispiel Dometic hier. Das ist jetzt ein 350 Watt Wechselrichter. Das verbauen wir so in den Standardfahrzeugen. Wenn es dann aber eine Nummer besser sein darf, dann nehmen wir gerne Votronic. Der hat 300 Watt und der hat 350 Watt. Jetzt guckt man sich natürlich die Gehäuse an. Das heißt, wir haben hier eine viel bessere Temperaturverteilung. Mhm. Wir haben hier eine sogenannte Netzvorrangschaltung. Das heißt, man braucht bei diesem Gerät keine zwei 230 Volt Kreisläufe. Wenn man irgendwo einen Anstrom dran steckt, dann geht der hier rüber und wird hier rausgespuckt. Bei dem braucht man, wenn man dann Landstrom haben möchte oder angeschlossen hat, nochmal eine extra 230 Volt Steckdose. Ist jetzt ein bisschen komplex, ne? Mhm. So, hinzu kommt, dass Votronic oder auch zum Beispiel Victron sehr gut sind von der Qualität her, was Schlagfestigkeit angeht. Also für tiefer gelegte Autos, für ja, oder auch Offroader, ne? Also weil die Schläge, die auf die Fahrzeugkarosse gehen, sind ja etwas härter als beim normalen Fahrwerk. Mhm. Ne? Und dann sind es bei preisgünstigeren Sachen, da sind da drinnen die Chips, Halbleiter und so weiter nicht so fest gelagert, können mal sich schneller lösen als bei dieser Technik. Das ist halt, oder bei diesem Markenhersteller, das ist auch noch ein Qualitätsunterschied. Ne? Mhm, okay, und wo liegt man da preislich bei dem zum Beispiel? Circa? Also die liegen so um die, ich glaube, 150 Euro. Muss ich jetzt lügen, 180? 150, 180 Euro. Und die gehen dann schon hoch in Richtung 300 Euro. Mhm. Also es ist ein bisschen mehr Geld, was man ausgibt, aber wir rüsten sämtliche Fahrzeuge gerne mit Votronic um, wenn der Kunde diesen Aufpreis bezahlt. Mhm. Ansonsten standardmäßig Dometic, weil es ist nichts Schlechtes. Ich sag mal so, das ist Mittelfeld, das ist Champions League. Aber muss ich nicht, wenn ich mich für das günstigere, für die günstigere Variante entscheide, muss ich dann nicht wiederum noch viele zusätzliche Sachen machen, um Landstrom zu beziehen? Also man hat einen zusätzlichen Stromkreislauf dann nochmal drin. Und den umgeht man damit. Andererseits haben wir beim T5 oder T6 halt auch gewisse Platzprobleme. Wir haben da vorne ein Modell, das können wir uns mal angucken, wie das unter der Sitzkonsole aussieht. Also es ist quasi Einbaumuster, das ist jetzt die Fahrersitzkonsole. Das heißt, wir haben eine Zweitbatterie, ungefähr so mit 90 Amperestunden drin. Wir haben ein Ladegerät drin, hier dahinter sitzt der Wechselrichter. Dann haben wir noch ein paar Sicherungen, Verteilung. Und wenn ich jetzt hier noch von Votronic das Große reinsetzen sollte, das passt nicht. Das passt einfach technisch nicht. Da brauche ich dann auch schon wieder einen Beifahrersitz, um das reinzukriegen. Verstehe. Also VW-Bus ist zwar für einige groß, aber für gewisse Sachen doch wieder klein. Mhm. Und das ist so eigentlich die ganze Kunst der Geschichte, um alles sinnvoll in diesem Auto zu verpacken. Okay, und das hier ist dann die Landstromsteckdose. Genau, Landstromsteckdose. Ach, steht da noch sogar noch, ja. Genau, dann haben wir hier einen kleinen FI-Schutzschalter, der ist letztendlich Pflicht. Und ja, denn. Und wo geht das Kabel? Also das zieht man dann unter dem Sitz quasi. Ist das Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Fahrersitz. Also letztendlich, wir verbauen den Landstromanschluss gerade beim T5, T6 ausschließlich vorne im Motorraum drin, weil da Platz ist. Und dann nimmt man Batterie vorher raus beim Umbauen und geht dann durch die Spritzwand durch, kommt dann irgendwo in der Nähe vom Fahrersitz wieder unter dem Teppich raus,
baue die Konsole komplett raus, gehe dann in die Fahrerkonsole rein. Dann landet man zuerst hier an dem Ladegerät, welches dann diese Batterie lädt. Und von dieser Batterie gelangt man dann in den Wechselrichter, welcher dann hier unten wieder den Strom rausschmeißt. So, das ist schon komplex auf jeden Fall. Genau. Das soll ja auch Hand und Fuß haben, funktionieren. Man muss natürlich wissen, was man für eine Technik drin hat. Beim 300 Watt Wechselrichter kann ich natürlich kein Föhn anschließen. Ein Föhn hat 1500 oder 1700 Watt, das funktioniert nicht. Okay. Dann muss der Wechselrichter dementsprechend groß sein. Dann reden wir aber nachher so ungefähr von der dreifachen Größe, was ich eigentlich nicht mehr unter einen Sitz drunter kriege, zumindest nicht bei T5, T6. Da müsste man dann im Bereich Möbelbau das da verstecken oder sowas. Es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Aber mit Landstrom könnte ich, da könnte ich dann wiederum den Föhn anschließen. Genau. Als Beispiel. Okay. Also ist schon eine komplexe Arbeit, so einen Camper komplett zu bauen. Ne? Ja, ja, klar. Weil letztendlich oftmals kommen einfach nur ein reiner Transporter ohne Fenster rein. Das heißt, du fängst erstmal an, sägst erstmal das Dach auf, dass das Aufstelldach raufkommt. Dann gehst du nachher schon im Bereich Scheiben rein, also von oben nach unten. Isolierung, wenn gewünscht. Dann bist du bei der Elektrik, komplett Verkabelung, weil ja, Licht in der Heckklappe, vorne Landstrom. Also du reißt das ganze Auto einmal auseinander. Ja. Ja, und dann von irgendwann die Filzverkleidung. Dann geht es erst mit den Möbeln und Sitzbank. Die rüsten wir auch nach, verschiedene Systeme. Und dann steht so ein Auto mal 2 Wochen, mal 6 Wochen, je nachdem, wie komplex die Arbeit ist. Wenn die Teile dann verfügbar sind, dann ist die nächste Problematik. Ja, dann das war's eigentlich so, oder? Oder gibt es noch irgendetwas, was noch gemacht wird, bevor er jetzt wieder zu Krischi geht? Also erstmal zu Krischi und dann bauen wir nachher weiter. Wie gesagt, das Auto muss erstmal komplett fahren, fertig sein, und damit wir überhaupt mit der Elektrik reingehen können. Ne? Weil man sieht, wie komplex das ist. Ja. Und Krischi muss ja unten auch noch die Sicherungshalter, noch ein paar Kabelbäume anstöpseln und so weiter. Und wenn der das jetzt alles wieder auseinandernehmen sollte, ist natürlich doppelte Arbeit. Das, ja, ja, klar. Beziehungsweise kommt Krischi denn eh an. Also man fuscht sich ja nicht gegenseitig ins Handwerk, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Aber da läuft die Kommunikation sehr, sehr geil, sehr lustig meistens. Ich glaube, da bin ich guter Dinge, und dass das Auto bis Sommer fertig sein sollte. Ne? Also das ist aber auch oftmals bei auch bei Firmenprojekten so. Ne? Der Race Camper, den haben wir vor einem Jahr angefangen. Und wir sind noch nicht fertig. Naja, die Leute haben schon auf der Messe, das war wirklich extrem krass. Der Golf hat ja schon ziemlich viel Zuspruch bekommen, aber auf der Messe war so der erste Satz, wo steht der Golf? Dann habe ich das kurz erklärt. Und wo steht der Bus? Sag ich mal, der Bus ist noch gar nicht fertig. Wie? Naja. Die Leute was denken, viele nicht wissen, also T5, T6, quasi von 2003 bis jetzt, aktuelles Modell. Ich glaube, wurden über 3 Millionen Fahrzeuge gebaut. Und er ist halt so vielseitig. Es ist für einige der Gehilfe fürs Hobby, also für den Angler, für den Wassersportler und so weiter. Für den nächsten ist es einfach nur die Familienkutsche, für andere ist es das absolute Lifestyle-Objekt. Also ich sag mal, um es jetzt mal so deutlich zu sagen, also meine Kinder kennen nichts anderes als einen Bus, und wir hatten jetzt zweimal einen Kleinwagen als Leihwagen. Ja, und beides Mal mussten wir das Auto hinten sauber machen, weil sie angefangen haben kotzen. Okay. So, und also die kennen das nicht anders. Ne? Das ist halt, für viele von uns ist es ein Lebensgefühl. Ich freue mich mega. So, damit das Video nicht zu lange wird, bedanke ich mich jetzt schon mal recht herzlich fürs Zugucken. Wenn ihr das Ganze weiterhin verfolgen wollt, dann drückt gerne die Glocke, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich danke dir, dass du dir auf dem Samstagabend nochmal die Zeit genommen hast, dass wir das quasi nochmal für euch, wir fahren über 600 Kilometer nur für diese paar Minuten Video jetzt, damit ich euch quasi mitnehmen kann. Aber es macht halt auch Spaß. So. Und ich freue mich auch, euch daran teilhaben zu lassen, wie der Bus weiter wächst. Es macht wirklich Spaß. Ja. Das Krasse wird nachher ganz zum Schluss dieses Vorher-Nachher-Bild. Das ist einfach so heftig, was man damit machen kann. Und ja, wir sagen auch ganz im Team danke, dass wir ein Teil von diesem Projekt sein dürfen. Weil das ist die Abwechslung zu unserem Arbeitsalltag. Ja. Ne, du baust oftmals das Gleiche. Und jetzt kann sich jeder mal wieder ein bisschen verwirklichen aus der Firma und was Individuelles mitbauen. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen unsere DNA, ein bisschen abseits vom Mainstream. Genau. Super, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.